Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Vorsicht, nicht auf mich zielen. Nein. So. Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Sword. Ups, ich wurde leider machen. Bioshock Infinite. Ja, willkommen hier zurück. Wir sind reingegangen, wo wir jetzt so zum Beschossen worden sind. Wir haben ja so eine Art Sniper Rifle und das Jagdgewehr sozusagen. Kann man hier fast behaupten. Ja. Ich bin jetzt frisch gestärkt, hab gegessen, getrunken, geschlafen, das am meisten. Und ja, oh, Verkaufsautomaten, wo denn? Wo ist denn so ein Verkaufsautomat? Hier ist auch keiner. Da hinten, da auch. Gehen wir erstmal an den hier ran. Was hat er denn? Ah, der hat hier. Wartet mal, dann müssen wir die Fähigkeit wechseln. Und zum Teufel. Ja. Ich will den Teufel. Tödliche Stampede! Gefangen von Männern! Q gedrückt halten, yeah! Nutzt, um zu zähmen, den bockenden Bronco! Ach, Mist! Ja. Da war wohl jemand nicht sehr zufrieden. Was haben wir hier? Mit dem geringen Geld. Was haben wir denn hier noch? Präzisionsbooster. Können wir uns ja nicht mehr kaufen. Nur den hier, Pistole, aber na gut, lassen wir es mal. Besuchen Sie die Hall of Heroes. Sie das brandneue Shop. Das hören wir uns gleich an. Die Warterei ödet mich an. Komm hierher! Kampflos werde ich nicht untergehen. Mann, habe ich gut gezielt heute. Elektrizität, Blitze und. Na, kommt noch einer? Nein. Gott, bin ich heller. Nimm mal schnell das ganze Geld hier mit, was noch so drin wäre. Nein, besuchen Sie die okay. Und lernen Sie das Band. Wir hören uns das erstmal an, dann rede ich in Ruhe weiter. Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slate, der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht mehr erleben. Okay, jetzt rein. So, ich wollte ihn ein wenig ausreden lassen. Den alten Mann. Unser Prophet Vater Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slate? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schock-Jockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Es gibt Ärger. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Mist. Tötet ein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat. Siehst du, du bist ein Killer, Booker! Gib uns das Schock-Jockey!
Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Okay. Ich soll all seine Männer töten, damit sie einen ehrenvollen Tod haben. Wow, super. Genau das wünscht man sich doch. Das nächste. Ja, jetzt habe ich überall schon zwei drin. Machen wir. Oh, komm. Magie. Ups. Gut. So, auf jeden Fall in Magie nochmal was rein. Da haben wir schon mal einen Punkt mehr, den wir verbrauchen können in unserem Feuerding. So, jetzt wo wir es ein bisschen still haben. Oh, was steht denn da? Okay. Ja. Ist ja alles ganz nett hier. Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Ich versuche sie mit Verbandszeug und Munition zu versorgen, aber es ist nicht immer das Richtige da. Ja, das weiß ich. Ruckel, ruckel. Okay, einen Moment. Oh, Booster für das Maschinengewehr. Erhöht die was? Karabinerschaden. Achso, um 25%. Ja, den kaufen wir mal sicherheitshalber. Falls wir Karabiner wechseln müssen. Ach, halt, warte mal. Das ist genau. Munition brauchen wir jeweils. Glaube ich nicht. Wir haben jeweils alles voll. Warte mal, hier war da was? Munition für einen Karabiner, ja, okay. Wir könnten ja hier ein paar noch sozusagen paar Dinger öffnen, indem wir noch mal schnell das Zeug blaue holen hier vorne. Genau. Meinst du, du bekommst die auf? Wenn es ein mechanisches Schloss wäre, vielleicht. Das ist so eine Schock-Jockey-Tür. Mit dem Erfinder von dem Ding wäre ich gern mal 10 Minuten allein. Und wieder ein bisschen Geld. Also mit so einem Teil hier ist schon super. Und wieder aufgeladen. Was haben wir? Wir haben das Pferd jetzt holen. Teufel. So. Oh. Eine Schrotflinte, ja, okay. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wir gehen hier noch mit dem Gewehr weiter. Okay, der Weg sagt da lang. Wir gehen hier rüber. Ins Eis erst. Achso, ist voll mein Salz. Okay. Was ist das? Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Enthauptet. Hier nach hinten können wir jetzt auch. Okay, ich dachte, hier wäre jetzt irgendwas. So. Okay, Dietrich, sehr gut. Ja, wir laufen hier mal andere Wege. Wie der Stammkunde sonst. Okay. Eine Hose. Machen wir Vergleich. Anzeigen. Ja. Das haben wir drin. Da. Aktuelle Hose. Verringert die Verzögerung beim Wiederaufladen eines Schildes um eine Sekunde. Erhöht die Wiederrate. Okay. Und das hier. Nahkampfangriffe machen zwei Ziele kurzzeitig verwundbarer. Opfern. Okay. Ja, nö. Eigentlich nicht. Ausrüstung nehmen. Ausrüstung anlegen. F. Nur nehmen. So. Das nehmen wir mit.
Tun wir noch ein bisschen plündern. Was so geht. Und was nicht geht, ist okay. Gut. Nicht erschrecken, Lady. Okay. Mit Waffen und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er's und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. Ah ja. Oh, das kenne ich aus Büchern. Comstock führte die Truppen Columbias nach Peking und... Comstock war nicht da! Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt! Gibt es dafür einen Gedenkstein? Ein Soldatentod! Booker, Fireman! Schmuggerhölle! Was denn? Achso. Ich weiß nicht, wo er ist. Sehen Sie, Miss! Sehen Sie den Mann, der Comstock gerne wäre! Ein echter Soldat! Ich will das nicht, Slade. Gib mir einfach, was ich brauche. Dasselbe für mich getan hast. Suche mich unter den Ghost Dancer. Wer sind die Ghost Dancer? Wounded Knee. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Hört ihr, Comstocks Blechsoldaten? Sie wollen uns zum Schweigen bringen. Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Sollte ich jetzt doch lieber das Maschinengewehr nehmen und... Aha, ich behalte noch das Gewehr bei. Am besten. Na, dann schicken wir halt seine Soldaten an den Tod. Indiana? Der Blechsoldat hat das Lob für die Taten der echten Helden eingestrichen. Ihr Gefährte, Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wie meint er das? Das willst du nicht wissen. Oh, wir haben Indiana geschlachtet. Nee, erst will ich halt nehmen. Ich bin schon am Suchen. Alles okay. Was haben wir hier für ein Teil? Hose, schon wieder. Wenn deine Gesundheit sehr niedrig ist, erhältst du beim Töten von Feinden Gesundheit. Die legen wir auf jeden Fall an. Was ist das? Gedrückt halten, um Panzerfaust aufzunehmen. Achso, Raketenwerfer. Ich weiß nicht, soll ich das Gewehr weiter behalten? Ach, scheiß drauf. Ja, okay. Eine Panzer. Ja, klar, Panzerfaust. Ja, jetzt weiß ich, was gemeint ist, klar. Mit Heulen und Schreien, das Kriegsbeil blutrot, so brachten sie unseren Helden den Tod. Doch die unseren hatten den Willen zu siegen, da konnten die Wilden nur unterliegen. Naja.
Sie waren dabei. Bei Wounded Knee. Ich sehe es Ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Hier ist der Soldat, von dem ich sprach. Der Schlachtmann, der Comstock vorgibt zu sein. Seht, ob ich recht habe. Munition, hier. Da. Danke. Ja. Gebeten. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker DeWitt fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Ja, jetzt werden wir bald ihn töten. Was hat Slade gemeint? Was wollten sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass er seine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? Ja, die haben den Völkermord begangen. An den Indianern. Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Okay. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Die eigene Geschichte hat er gefälscht, okay. Guck mal, sie weint. So. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Comstock hatte ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Eine Woche ausgerechnet lang? Die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Okay. Wartet, gucken wir nochmal, ob wir hier irgendwas... Nein, okay. Das ist mein Turm. Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben, doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Bin ich? Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Oh. Nein! Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund, das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Okay. Ja, du müsstest das Schloss öffnen. Kannst du dir das mal ansehen? Was ist, wenn ich kein Dietrich hätte? Da wär's vorbei gewesen. Die Blasen.
Ach so, warte mal. Die grausame Ermordung unserer Lady Lü wurde durch. Achso, von dieser Defiz da verursacht. Achso. Mal gucken, wird hier kommen. Für diejenigen, die mich liebten, war ich die freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet: Du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde. Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen. Und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Okay. Gehen wir mal hier runter einfach. Also, wir sollten sie retten. Das weiß ich jetzt. Haben wir auch gemacht, soweit. Sie rausgeholt. Und jetzt ist sie sozusagen die Tochter von diesem durchgeknallten Typen. Von denen da oben, glaube ich. War das. Da ist ein Motor. Leer. Okay. Was? Constructs Rache. Der Prophet trägt das Schwert, brachte seinen Zorn über Desaias, Fitz und die von Publis, was? Er verfolgte sie bis heute ohne Unterlass. Ach so. Nee, sonst ist hier nichts mehr. Okay. Aber ganz schön still, der quatscht ja nicht mehr, der Kerl. Oh, wir nähern uns langsam den Endbereich. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Oh, keine gute Idee. Da! Ist es? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Mach! Bitte sehr. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Okay. Booker, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Nimm den da! Geschütz, schnell! Achtung! Oh, nein, jetzt. Scheiße, jetzt habe ich meine Waffe abgelegt. Ich Depp. Ich wollte auch das Geschütz haben. Das Geschütz. Hier! Achtung! Comstocks Schusshündchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Booker? Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! Ach so. Naja, okay, jetzt habe ich das Ganze selbst alleine gemacht, ja.
Okay. Automat ist leer. So. Brauchen wir. Fertig. Geld? Hep. Danke. Die ist super. Warum ist der Automat? Der geht nicht, ja? Alles blutig beschmiert. Ne, eine Panzerfaust wollen wir jetzt nicht nehmen. Nur die Ruhe, alles in Ordnung hier. Ja, ich will aber noch mal hier rumgucken, bevor irgendwas ich noch machen muss. Okay. Ne, eine Panzerfaust, das wollen wir nicht. Okay. Nur zu, ich komme zurecht. Okay, das ist echt schon cool. Halt die Augen auf nach dieser Schockjockey-Kraft. Okay, was haben wir hier? Nee. Können wir jetzt nicht? Okay. Halt. Bewirkt das, achso, von Kreta vielleicht, ja, ja. Das Wort. Den Himmel beugte Comstock das Knie, okay, und sah in seiner Prophetie: Zu rar ist jeder Schlag von Mann, der Heul und Schrein Vaterlandsspalt, doch hier verehren beugt der Comstock das Knie, für uns sah in seiner Prophetie. Lechmännerbucke, dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln, statt Köpfen und Herzen. Bucke! Und halt, ich handle. Bucke, das Getriebe. Okay. Siehst du, Booker? Vielleicht bist du noch der, den ich kannte. Vielleicht auch nicht. Es spielt keine Rolle. Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht. Jetzt will er mich kriegen. Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. Okay, da lang müssen wir. Gib uns einfach, was wir brauchen. Nee, will er nicht. Ganz kurz hier gucken, was so ist. Ah, hier ist leider sonst nichts mehr. Hä? Gesund bin ich. Zauberkraft ist auch alles voll, also. Ah ja, stimmt ja. Die Tür. Booker, in dem Laden war eine verschlossene Tür. Die kriege ich sicher auf. Achso, die hier. Kriegst du es auf? Sieht einfach aus. Sind auch lila Abdrücke, also. Fertig. Okay. Elizabeth, hilfst du mal? Okay. Oh ja. Den nächsten ersten Fertig. Versuch schon mal. Ernsthaft? Hier, für die Kasse. Hier. Schön. Okay. Nur Zauberzeug. Der Laden wurde geplündert. Mist. Hier gibt es keinen Schockjockey. Slade muss es mitgenommen haben. Da. Hä? Da? Oh. Ist das? Slade. Er ist hier. Okay. Ja, es war klar. Müssen wir wieder zurück? Okay.
Comstocks Schiffe. Er kommt wegen Slade. Es war Slade, der bei Wounded Knee für sein Land tötete! Es war Slade, der die Tore Pekings stürmte! Slade! Slade! Comstock kommt, Booker. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein! Er will uns auch noch in Blech verwandeln! Das lasse ich nicht zu! Er hat mir meine Vergangenheit geraubt! Aber mehr bekommt er nicht! Gib uns endlich diese Kraft, das muss doch nicht sein! Auf, Jungs! Der Soldatentod wartet! Fuck. Da komme ich also nicht hoch. Okay. Treibt ihn aus der Deckung! Das gehört sich! Die Firma dankt. Der Chef ist down. Dich nicht bewegen. So, wo seid ihr? Ich muss das Magazin wechseln. Ach so. Blechmann! Blechmann! Das Schwein! Ihm nach! Doch! Wow! Okay, fangen! Gut. Nicht auf Lager, Soldat! Jetzt komm schon, Devin! Enttäusche die Jungs nicht! Nappe. Meine Männer und ich sind verloren. Verloren wie der edle Custer bei Little Big Horn. Aber wir werden uns Comstock und seinen Blechsoldaten nicht beugen. Doch mein Speer hat ihn gesehen. Booker DeWitt ist unterwegs, hierher zu Horn. DeWitt, wir nennen ihn die weiße Rothaut von Wounded Knee. Wegen all der grausigen Trophäen, die er sich holte. Ein Mann wie er könnte uns den Frieden verschaffen, den wir so ersehnen. Okay, na los, David! Zeig mir, was du kannst! Wir gehen zurück ins Loft. Ja, wo ist er denn? Wir müssen schnell hier. Eine versteckte Sache. Was nehmen wir denn am besten? Noch ein bisschen Leben, ne? Ja, wir hauen jetzt noch Leben rein. Ich fühle mich schon besser. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hier. Wow. Los, mach! In Ordnung. Okay, das nehmen wir erstmal als Zeug. Ich weiß nicht, ob ich das alles abschießen jeweils muss. Okay, cool. Wir können auch da auf einfach drauf.
Okay. Gehen wir mal hier kurz hier rein. Okay. In der Handfeuerwaffe wollen wir jetzt nicht mitnehmen. Okay. Achso, ich muss glaube ich. Nee, darüber komme ich nicht. Ach. Da unten ist offen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, nehmen wir den Bogen hier, ha? Am besten. Okay, geht nur hier entlang. Fertig, Soldat! Schön leer essen den Teller! Bring's zu Ende! Nein, ich verschone dich. Jetzt bist du ein Blechmann! Ein Blechmann! Nein, Hold and release to create a shocking trap. Ja. Okay. Sie haben ihn verschont. Nicht aus Gnade. Comstocks Männer werden ihn erwischen. Gewöhnt man sich jemals daran? Uns töten? Schneller, als du dir vorstellen kannst. Ja, oh ja. Na halt, wollen wir das? Lassen wir mal. Und nehmen wieder das Pferd dazu, was ich cool finde, das Pferd. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Was denn? Ah, komm, Gegner. Nee, okay. Diese Kräfte scheinen ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. Ich habe Geld gefunden. Okay. Dass Slates Worte sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu,
Du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Ich finde das ja immer schlimm, dass die so ständig hin und her rennen müssen, wie so Bekloppten. Ja? Wenn man sich schon so unterhält, dann kann man sich wenigstens doch mal angucken. So ein bisschen. Aber recht hat er. Je weniger sie über einen weiß, umso besser ist das. Ach, ich wollte schon gleich schon. So. Raus hier. Ja, das da drinnen wollen wir uns nicht anhören. So. Ach, wir sind ja schon wieder an der Überlänge. Na gut. Wir machen weiter. So. Okay. Bevor es jetzt weitergeht, machen wir kurz hier einen Cut und sehen uns auf jeden Fall gleich wieder, also für mich gleich, für euch beim nächsten Mal wieder, wenn das hier mit der Action losgeht. Also bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen guten Abend und erstmal alles Gute und ciao euch.